Ich beginne zunächst einmal damit die Leinwand sozusagen zu grundieren, vorzustreichen. Und zwar habe ich mir heute von Bösner Acrylstudio das Kupfer ausgesucht. Das trage ich jetzt mit einem Pinsel flächig auf die Leinwand auf. Ja, manchmal muss man schon ein bisschen zippeln, dass die Farbe auch rauskommt. So, und das trage ich jetzt mit einem Pinsel auf. Schön verstreichen, schön vermalen. Ich trage die Farbe pur auf, ohne mit Wasser zu verdünnen. Das kann man auch. Aber ich habe es lieber gleich von Anfang an als kräftige Farbschicht auf der Leinwand. Auch wenn ich vielleicht dadurch etwas mehr Farbe benötige, als wenn ich sie mit Wasser verdünnen würde. Hört ihr, was der Pinsel auf der Leinwand für Geräusche macht? So, in diesem Fall streiche ich oder male ich den Rand nicht gleich mit an, weil ich den Rand gleich mit in die Rattelarbeit mit einarbeiten möchte. Immer mal wieder die Farbe in alle Richtungen schön auftragen, dass sie schön deckend auf der Leinwand ist. Der erste Schritt ist getan. So, ich habe mir überlegt, dass ich als erste Farbschicht mit der Rakel, die hatte ich hier, das ist eine selbstgebaute Rakel von mir, dass ich mit dieser Rakel zuerst einmal das Beige Rosa auftrage. Das gibt zunächst erstmal keinen starken Kontrast. Ich trage das Beige Rosa hier vorne auf die Rakel auf. Ziehe es mir dann mit einer kleinen Rakel, so dass die Farbe relativ gleichmäßig auf der Rakel aufgetragen wird. Ich drehe die Leinwand um. Die Leinwand hat gleiche Maß wie die Rakel. Setze die Rakel an, führe sie leicht oben über den Rand, ziehe dann die Rakel vorsichtig nach unten über die Leinwand. Etwas auf der Rakel drauf. Das macht aber nichts. Ich drehe die Leinwand um und nehme jetzt dazu als Kontrast das Magenta. Trage das Magenta. Mal ein bisschen schütteln. Wieder auf die Rakel auf. Das sind so die Kleinigkeiten, die jeder Künstler wahrscheinlich kennt. Die Farbe auch nicht immer so aus der Flasche kommen würde, aus der Tube. Und trage wieder mit meiner Japan-Spachtel, so nenne ich diese kleinen Spachteln, wieder auf die Rakel auf. Und drehe die Leinwand jetzt einmal. Leicht über die Kante geschoben.
wieder ein Rest auf der Wacke, den ich jetzt hier noch verwenden werde. Und zwar trage ich den jetzt an verschiedenen Stellen, trage ich diesen Rest auf. Jetzt greife ich mir die nächste Farbe. Ich habe die Leinwand in der Zwischenzeit wieder gedreht und habe mir als noch stärkeren Kontrast als vorher das Kobaltblau ausgesucht. Das Kobaltblau trage ich auch wieder auf die Rakel auf. Komm. Es wieder. Ich sehe schon auf der Rakel, dass sich da tatsächlich ein ganz starker Kontrast ergeben wird. Ich lege es wieder an, gehe über die Kante hinweg. Hier gibt es wieder einen kleinen Farbrest, den ich vielleicht an der einen oder anderen Ecke anbringen werde, beziehungsweise diesen Farbrest jetzt, schon einmal auf die Seiten anbringen. Ich habe ja gesagt, dass ich bei dieser Seitenarbeit den Rand Seite, die obere Kante. Das gefällt mir ganz gut. Wie ihr seht, lässt sich auch die Farbe anhängen. Vermeiden. Aber das gehört eben zum Künstler-Dasein dazu. Wenn ihr so etwas macht, wie ich das jetzt hier mache und die Leinwand dann auf die gemalte Kante stelle, ist es natürlich wichtig, dass ihr einen Untergrund wählt, der tatsächlich auch dann die Farbe vertragen kann, wie mein Tisch hier, wie mein Maltisch, der mittlerweile so voller Farbe ist, von meinen eigenen Malen oder auch von den Malkursen, die ich in meinem Kreativraum gebe. Dass auch dieser Tisch mittlerweile ja, ein eigenes Kunstwerk ist. Und da macht es auch nichts aus,
wenn der Tisch dann jetzt noch wieder weitere Farben von den Rändern oder Kanten dieser Leinwand bekommt. So, Wand bemalt. So schauen meine Finger aus. Das macht nichts. Ich ziehe mir jetzt hier nochmal mit der kleinen Rakel, gehe ich nochmal, ziehe nochmal den Rand etwas glatter. Und ihr seht jetzt schon, wie sich diese kleinen, feinen Rakelstrukturen ergeben, die ich so sehr mag bei den Rakelarbeiten. So sieht es im Moment aus. Ich habe zwischenzeitlich die Rakel gesäubert und habe mich, weil ich ich möchte irgendwie bei etwas edleren Farben bleiben, habe ich mich für die Farbe Silber entschieden, die ich jetzt im nächsten Schritt erst einmal auf die Rakel wieder auftrage. Wieder verstreiche. Gefällt mir sehr gut. Die restliche Farbe ziehe ich mir wieder an verschiedenen Stellen auf die Leinwand. Und dieses Mal ich mit dieser Rakel die Leinwand noch einmal komplett ab. Auch damit schaffe ich leichte Strukturen in der Farbe. Ziehe noch einmal von der anderen Seite ab. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Das Vorläufer. So, jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich die Leinwand einmal hochkant bearbeiten. Und dazu habe ich mir jetzt die Farbe Gold ausgesucht. Und ich mache es diesmal anders. Ich trage das Gold nicht auf die Rakel, sondern trage es gleich auf die Leinwand auf. Das bringt auch mal einen anderen Effekt. So, nehme die gleiche Rakel, lege sie oben an, über die Kante hinweg und ziehe das Gold
mit der Wackel von oben nach unten. Ja, sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Und jetzt nehme ich mir wieder eine kleine China-Spachtel und arbeite noch etwas am Rand. Entlang. Hol die restliche Farbe noch von der Rakel und trage mir die Farbe noch einmal vorsichtig auf. So sieht es jetzt aus. Ich habe mir in der Zwischenzeit zwei Dinge überlegt. Einmal, dass mir das Gold dort oben etwas zu plakativ ist, dass es mir zu stark ist, etwas in den Hintergrund treten soll. Und daher werde ich das Gold jetzt nochmal mit dieser Japan-Spachtel nochmal etwas nach unten ziehen. Und löse es etwas auf oben. In der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, welche Farbe ich jetzt wieder anwenden möchte. Und kam auf den Gedanken, die Farbe Weiß aufzutragen. Es handelt sich um die Farbe um das Mich-Weiß. Dieses Weiß trage ich mir aus dem Eimer. Trage ich mir erst einmal auf meine Rakel auf. Ich habe es jetzt etwas dicker aufgetragen, weil ich es aus dem Eimer genommen habe. Und ja, ganz ehrlich, im Moment keine Flasche habe, was aus Stages verwenden kann. Also aus dem Eimer raus, aufgetragen. Und lege dieses Mal die Rakel wieder seitlich an, über den Rand hinaus und ziehe mir das Weiß über das Bild nach unten. Ich sehe schon, es ergibt sich eine wunderbare Farbvermischung. So, und hier drehe ich die Leinwand und ziehe mir die Farbe mit der kleinen Rakel noch einmal von oben vorsichtig nach unten. Ich sehe jetzt schon, dass ich noch einen stärkeren Kontrast haben möchte im Bild.
vielleicht mit dieser Spachtel über die Fläche, weil sich dann eben auch nochmal schöne Strukturen ergeben. So, mein Gedanke ist jetzt der, dass ich erst einmal diese Farben in den Rand auftrage. Diesmal lasse ich die Leinwand aber liegen und bearbeite alle Seiten liegen. Wie gesagt, hier bei diesem Mal ist es völlig egal, dass er gleich mitgemalt wird, weil er schon seit mittlerweile 4 Jahren tatsächlich immer wieder voller Farbe wird und ja, wie gesagt, im Grunde schon ein eigenes Kunstwerk darstellt. Die restliche Farbe trage ich mir jetzt noch einmal an einer anderen Stelle auf meine Leinwand auf. Wie gesagt, möchte ich jetzt noch einen starken Kontrast haben und arbeite noch einmal mit der Farbe Magenta und trage sie mir dieses Mal von der anderen Seite auf, aber auch wieder nicht auf die Rakel aufgetragen, sondern gleich auf die Leinwand. Habe ich mir überlegt, trage ich sie nicht auf der ganzen Leinwand auf, sondern ja, komm, partiell im unteren Bereich und schaffe mir hier unten nochmal einen besonderen Farbverlauf. Aber oben an, gehe gleich über den an der Seite. Ja. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, sehr schön. Jetzt kommt der Impuls, noch einmal auf dieselbe Art und Weise, aber bei gedrehter Leinwand die Farbe Kupfer anzuwenden, auch wieder nur partiell in einem relativ kleinen Bereich. Dafür nehme ich mir eine andere Spachtel, die in etwa die Größe einer aufgetragenen Farbe hat. Ich verziehe mir diese Farbe, das Kupfer, in einem breiten Strich unten
Rakel und dem Rest, der Rakel und dem Rest der anderen Farbe nochmal über das Kupfer, sodass sich eine Vermischung ergibt. Und jetzt setze ich als Gegenpart ein Grün auf die Leinwand. Das war das permanent grün dunkel. Das gibt nochmal einen tollen Kontrast zu dem, was da ist. Das setze ich jetzt großflächig hier ein und verziehe es mit der Spachtel und schaffe damit nochmal einen ganz starken Kontrast. Je nachdem, wie fest oder wie leicht ich die Rakel halte, umso mehr oder weniger wird die Farbe mit den unteren Farben vermischt. Und hier habe ich das Bedürfnis, nochmal leicht rüber zu gehen. Und habe damit diese Farbgebung gestaltet. Jetzt ziehe ich das hier nochmal ab. Damit ist der Rand auch fertig. Damit fertig gestaltet. So, und jetzt gehe ich nochmal, mache ich noch einmal ein paar Feinarbeiten hier und da. Gehe nochmal komplett Farbflächen, ziehe sie mir nochmal mit den verbleibenden Farben auf der Rakel ab . So ist das Bild fertig gerakelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis dann. Tschüss.